Also gehen wir mal davon aus, Prigozhin ist tatsächlich auf eigene Faust losgezogen. Dann ist doch die Frage, wie geht es weiter in Moskau? Wie sehr ist Wladimir Putin auch beschädigt durch diesen Kurzputsch, 24-Stunden-Putsch, nennen wir es mal so? Und wird er womöglich deshalb noch brutaler auch in Russland selber durchgreifen? Also wenn wir davon ausgehen, dass das Ganze tatsächlich ein bewaffneter Aufstand von Jewgeni Prigozhin und seinen Wagner-Söldnern war, dann muss man ganz klar sagen, dass Wladimir Putin hier tatsächlich einen Tiefschlag erleiden musste. Auf der einen Seite wäre es dann tatsächlich so, dass ein Verbündeter ihm in den Rücken gefallen ist, dass er Verrat begangen wurde, und das ist natürlich eine persönliche Niederlage. Und dann hat ja Putin verhandelt, vielleicht mit der Hilfe von Alexander Lukaschenko, dem belarussischen Machthaber, und man hat den Wagner-Söldnern Straffreiheit zugesagt, und Prigozhin geht nach Belarus und die anderen Söldner, die können sich dann, wenn sie nicht direkt involviert waren in die Planung und in diesen Putschversuch, mit dem Verteidigungsministerium arrangieren, werden dann eventuell in die reguläre Truppe übernommen. Da gibt es verschiedenste Lösungsmöglichkeiten. Ja, und das ist natürlich auch für Wladimir Putin ein Zeichen der Schwäche. Er musste zurückrudern, er musste einem Putschisten entgegenkommen, um hier Schlimmeres zu verhindern. Und Tatjana Stanavaja, eine renommierte Politologin, sieht das eben als eine gewisse Niederlage für Putin. Aber sie sagt auch, man muss verstehen, was da genau vorgefallen ist. Und das braucht Zeit, man muss sich umhören. Man kann da jetzt nicht ad hoc schon ein endgültiges Urteil fällen. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen heute Morgen direkt aus Moskau. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.